Willkommen zurück zum Dark Souls 3 Boss Guide. Heute gegen den dritten Endgegner. Das ist Baumbart. Ich habe mir mal ein wenig Hilfe dazu genommen. Ein guter Kumpel unterstützt mich bei diesem Kampf. Ich hätte ihn aber natürlich auch alleine geschafft. Wir werden uns als erstes um einen normalen Gegner kümmern, um diesen Endgegnerkampf überhaupt zu starten. Sobald wir den platt gemacht haben, wacht Baumbart da hinten in der Ecke einfach mal auf. Und dieser Baumbart hat Eier. Dicke, fette Eier. Und was machen wir mit diesen Eiern? Wir hauen die kaputt. Also müssen wir ihm richtig in die Nüsse schlagen. Allerdings haben wir uns jetzt erstmal um die normalen Standardgegner gekümmert, bevor die uns irgendwie auf die Nerven gehen. Beziehungsweise auf unsere eigenen Nüsse. Feuerbälle tun ihr wahres Wunder dagegen. So, zack. Immer fest drauf und dann geht das weiter. Jetzt auf den Endgegner zustürmen. Da seht ihr auch schon die Eier. Tja, leider macht er einen kleinen Schwinghaken und haut uns erstmal um. Wir versuchen es trotzdem an den Eiern. Ihr merkt, ich treffe die Dinger einfach nicht und verursache somit auch keinen Schaden. Schon mal kein besonders guter Start. Wir lassen uns aber davon nicht irritieren. So, neuer Anlauf. Wenn er natürlich so sich aufbäumt, wisst ihr, es ist besser aus dem Weg zu gehen. Er hinterlässt diese komischen, ja, Gubbelwasser, welches einen, glaube ich, scheinbar nur etwas behindert, das heißt in der Bewegung etwas einschränkt. Trotzdem ist es sicherer, einfach nicht dort reinzugraten. Ein paar weitere Treffer landen. Und da sind die ersten Eier weg. Wir springen in Deckung, denn der Endgegner mag das gar nicht. Das fluchverderbte Großholz landet auf dem Hosenboden und zerstört mal eben hier diesen schönen Garten und reißt uns in die Tiefe, wo der Kampf dann weitergeht. Es wird ein bisschen eklig, da platzt doch glatt mal so eine eklige komische Gubbelhand aus seinem Körper. Wir können weiterhin auf die Eier zuschlagen oder uns auch schon auf die Hand konzentrieren. Ich denke allerdings, zuerst ist es noch einfacher, die Eier zuerst zu zerstören, denn das macht auch gut Schaden. Die sind weg. Um jetzt an diese Hand ranzukommen, empfiehlt es sich einfach mal ein bisschen in der Gegend rumzurollen und wenn er mit der Hand auf den Boden schlägt, drauf da. Immer feste drauf. Ja, man sollte natürlich auch nicht daneben schlagen. Und möglichst seinen dicken, fetten Schwingern ausweichen, mit der versucht uns doch noch platt zu kriegen. Ach ja, und es ist übrigens eine schlechte Idee, den Endgegner in diesem Versuch anzuvisieren. Also, immer schön kein Lock-on verwenden. Ein bisschen rollen. Dann schlägt er zu. Dann könnt ihr zuschlagen. Jetzt benötigt es nur noch einen einzigen Treffer. Wir stellen uns nicht besonders klug an. Mein Kumpel auch nicht, der liegt doch glatt noch auf dem Boden. Und, okay, ein Treffer muss es noch sein. Ich schlag nochmal daneben. Und mein Kumpel versetzt ihm den Todesstoß. Nun kippt er um, ihr habt's geschafft. Besser gesagt, wir. Damit, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen grünen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.